So, Päuschen vorbei. So, und als erstes machen wir jetzt hier das da und das da. Was ist das? Bla bla bla. Wir machen das einfach mal so. Genau, Hammer. Zur republikanischen Flotte wollte ich. Dank. Warte mal, da war doch schon wieder was pink bei mir. Im Raumschiff. Why? Na dann. Warum? Ach so, das war doch bestimmt. Kristallkugel, sprich mit Leuten dann. Halla! Was? Okay. So, und irgendwo war noch diese TARDIS-Mission. Wo war die? Die will ich auch noch machen, damit ich TARDIS komplett abschließen kann. Das war das? Warum kann ich das jetzt erst machen? Hä, was ist denn das für eine Logik? Das hat ja mal null Logik. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Komm, das brauche ich nicht. Hier, das kannst du haben. Den Kristall kriegst du erst einmal nett. Aber die ganzen Geschenke kannst du haben. Außer das da. Hat mich sehr gefreut. Ausdauer minus 10 Angriff minus 10 Schnelligkeit. Ach nee, Ausdauer gibt mir ja wieder Leben. Nee, das verkaufe ich. Seht euch die Ware an. Womit kann ich die? So. Genau, jetzt kann das darunter. Jetzt kann der Kristall darunter. Hat mich sehr gefreut. Passt. Und warum ist der Schlüssel hier pink? Der einzige, der pink ist. Ist das ein Mädchen-Safe? Meine Ergebnisse waren nicht ideal. Für dieses Versagen gibt es keine Entschuldigung. Aha. Wanta Humpa, Muri Rava, Fupa, Jibampa Wula, Kabano Tase, Makipuna, Malituta und Mishka. Chikospa Inigudad Iji Gliska Chanagawa. Ich bin Oberbefehlshaber Rance von der Republik. Es ist mir eine Ehre, mit jemandem zu sprechen, der so viel für unsere Sache getan hat. Ich habe die Berichte von Corellia erhalten. Sehr beeindruckend. Ihr habt eigenhändig den Verlauf dieses Krieges verändert. Die Republik schuldet euch ohnehin schon mehr, als sie euch geben kann. Aber ich melde mich, weil wir erneut eure Hilfe brauchen. Gebt mir einen Auftrag und ich breche sofort auf. Als Jedi seid ihr sicher mit der Eiswelt Ilum vertraut. Sie ist die wichtigste Quelle der Galaxis für Lichtschwertkristalle. Die Reste der imperialen Truppen haben einen massiven Angriff auf Ilum gestartet. Wir haben Verstärkungen geschickt, aber wir werden dort überrannt. Wenn ich dort bin, vertreiben wir das Imperium von Ilum, genau wie wir es auf Corellia gemacht haben. Diese Mission ist anders. Das Imperium versucht nicht, Ilum zu erobern. Es ist eher ein Überfall, bei dem der Planet geplündert werden soll. Die Kristalle auf Ilum sind einzigartig und das Imperium hat eine Möglichkeit gefunden, sie zur Verstärkung von Tarnsystemen zu nutzen.
Mit genügend Kristallen könnten sie eine unsichtbare Armada aufstellen. Eine riesige Flotte, die jede Welt der Republik aus dem Nichts angreifen könnte. Oder den Laser vom Todesstern abfeuern. Wir brechen sofort nach Ilum auf, Commander. Bitte beeilt euch. Die Imperialen werden von einem gewissen Darth Aro angeführt. Er setzt uns alles entgegen, was er aufbringen kann. Wir halten nicht mehr lange durch. Meldet euch so schnell wie möglich bei der republikanischen Raumstation im Orbit von Ilum. Eine Fähre bringt euch dann auf die Oberfläche. Wir nutzen den Jedi-Tempel als provisorisches Hauptquartier für den Einsatz. Trefft mich dort, dann besprechen wir alles Weitere. Rans Ende. Ja, ich will Lichtschwertkristalle. Ich will 100.000 Lichtschwertkristalle. War das jetzt das hier? Nö, was ist denn das hier? Wichtige Nachrichten aus dem Kern. Trotz eines beeindruckenden Sieges über das Imperium sehen sich die republikanischen Truppen immer noch Ausschreitungen und Unruhen auf Corellia gegenüber. Von besonderer Bedeutung für die republikanischen Behörden ist die Region des Schwarzen Lochs, in der der Großteil der Hypermaterie Verarbeitungseinrichtungen und Lagerhäuser untergebracht ist. Obwohl der Großteil des Schwarzen Lochs von Verbrechern und Söldnern besetzt ist, versuchen auch die auf dem Planeten verbliebenen imperialen Truppen die Ressourcen dieser Region für sich zu sichern. Unseren Quellen zufolge ist das Schwarze Loch entscheidend für die Kriegsbemühungen der Republik. Ohne ausreichende Mengen des Hypermaterie-Treibstoffs könnte die Flotte innerhalb weniger Wochen zum Stillstand kommen. Sie haben immer behauptet, Corellia zu verlieren würde auch bedeuten, den Krieg zu verlieren. Bis gerade habe ich es nicht geglaubt. Ja. Ich habe nicht am Kampf teilgenommen, aber dieser Bericht klang so, als wäre der Krieg auf Corellia bereits gewonnen. Unsere Truppen haben die imperiale Belagerung gebrochen, aber niemand gibt diesen Planeten so leicht auf. Die Behörden glauben, dass die Unruhen von Harmon Torvix angeführt werden, einem ehemaligen Mitglied des Corellianischen Rats, der für seine Sympathien gegenüber dem Imperium bekannt ist. Obwohl das Imperium Torvix verstoßen hat, behält er mit Hilfe der Coronas, einer einflussreichen Verbrecherbande aus Coronet City, die Kontrolle über das Gebiet. Einflussreich? Die Coronas sind bösartig. Ihr Anführer, Korvik, ist bekannt als der Schatten von Corellia. Er lässt Corsac-Offiziere am helllichten Tag verschwinden. Er kennt Corellia genauso gut wie jeder Corsac-Offizier und doppelt so gut wie unsere Männer. Wenn die Republik das Schwarze Loch erobern will, muss sie ihn zuerst ausschalten. Kann es sein, dass das Spiel in die Zukunft schaut? Weil das ist ja schon ein paar Jahre alt. Wir müssen ja Covid ausschalten. Korvik. Nur, das leitet sich ja von Covid ab. Und das andere war doch irgendwas mit Corona. Naja. Ihr müsst euch ja eine ganze Menge dieser Nachrichtensendungen ansehen. Ah, ich bin gern auf dem neuesten Stand. Man weiß ja nie, ob es einem später was nützt. Die oberste Kanzlerin ist sich der Krise auf Corellia bewusst. Nach Absprache mit ihren Beratern hat sie den republikanischen Truppen folgende Nachricht zukommen lassen. Der bevorstehende Kampf wird schwierig. Aber ihr habt Corellia bereits gewonnen. Solange wir unseren Verbündeten zur Seite stehen, kann es uns niemand wieder entreißen. Zu schade, dass hübsche Worte keine Raumschiffe antreiben. Die Republik darf das Schwarze Loch nicht verlieren. Weder an Ratsmitglied Torvix, noch an das Imperium. Ich bin Agent Carhart vom SID. Die oberste Kanzlerin hat mich gebeten, dafür zu sorgen, dass ihr euch der Situation bewusst seid. Noch sie jammern hofft darauf, kein dass Ton. Ihr uns helft. Hm? Bitte? Oh doch. Ich werde alles tun, was nötig ist, um der Republik zum Sieg zu verhelfen. Das Schwarze Loch also Ton ist da, bloß wenn geredet wird, bin ich leise. Offizier Saldakron. Er wird euch dort einsetzen, wo ihr am ehesten gebraucht werdet. Ich werde der obersten Kanzlerin berichten, wohin ihr unterwegs seid. Sie wird es zu schätzen wissen. Viel Glück dort unten. Also, du müsstest mich normalerweise verstehen. Eigenschaften... Mikrofon ist ausgewählt, Desktop sowieso, da hört man alles, das sehe ich auch, weil der Pegel ausschlägt. Du müsstest mich hören, Phoenix.
Da hänge ich ganz schön hinterher. Müsstest mich rein theoretisch ordentlich verstehen. Doch, weil sonst hätte ich ja auch mit Pico nicht interagieren können vorhin, der online war. Also du musst mich schon verstehen und ansonsten liegt's an dir. Wie gesagt, OBS, Desktop-Audio, Mikrofon schlägt alles super aus. So, Reise zum Schwarzen Loch. Oder Kristallkugel. Siehst du, ich war vorhin nämlich auch leise, weil wenn die NPCs interagieren, halte ich normalerweise meine Klappe. Wo muss ich denn jetzt hin? Scheiße, wo muss ich jetzt hin? Ich glaube zu meinem Raumschiff-Ding wieder. Aber vorher musste ich Kampfausbildung. Boing, boing. Und ich muss zu dem Lichtschwertteile-Typ ziehen. Wo ist meine Jedi, zu dem ich muss? Da. Da ist er. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Hütersprung. Springt zu einem verbündeten Ziel und reduziert seine Belohnung. Wir kaufen es einfach, aber raus damit. Wir können jederzeit zusammen üben. Wo war jetzt der Lichtschwert-Typ sie bei Versorgungsgüter? Da lang. Richtig. Richtig, richtig. Boing. Nö. Nö. Warte mal, was? Erst ab 52 wieder? Boah, ist ja lame. Ach komm. Jedi-Ritter. Corellia oder Illu? Warum wird mir hier nichts angezeigt, dass ich da und so... Verstehe ich jetzt nicht. Kann ich denn nur das Raumschiff erreichen? Komm, das will keiner sehen. Das hier. Ärger im Paradies. Warte mal, Kapitel 4, Aufstieg des Hutten, bla bla. Huch!
Was ist denn jetzt los? Warum liegt da ein Phaser? Bitte beachten Sie die folgende wichtige Mitteilung der obersten Kanzlerin Leontine Zaresch von der Galaktischen Republik. Es ist eine große Ehre, mit dem Krieger zu sprechen, der den Imperator niedergestreckt hat. Die Republik braucht euren starken Arm erneut. Ich habe gar keinen Imperator niedergestreckt. Es wird auch Zeit, dass ihr mich kontaktiert. Jetzt, wo der Imperator nicht mehr im Weg ist, stehen die Sith vor dem Untergang. Ich bedauere, dass unser größter Feind warten muss, während wir es mit einer neuen Bedrohung zu tun haben. Das Huttenkartell ist in den republikanischen Raum eingedrungen und hat den Planeten Makep eingenommen. Wir werden auf diesen grundlosen Akt der Gewalt mit äußerster Härte reagieren. Mein Kriegsrat wird sich auf der Kieländerstation im Makep-System versammeln. Ich bitte euch, sofort zu uns zu stoßen. Ich setze sofort Kurs auf das Makep-System. Hey, was ist denn jetzt so falsch? Ich hab den doch noch gar nicht umgeklatscht. Oder hab ich jetzt beim Zocken gepennt oder so? Begebt euch in den Konferenzraum auf der Kieländer Station. Wir treffen uns dort. Bitte, beeilt euch. Wir müssen ich würde eigentlich andere Missionen machen. Das ist doch never eine Mission für mich jetzt schon. Die ist doch bestimmt schon Level 100 oder so. Ich bin gerade verwirrt. Boah, ich bin gerade sowas von verwirrt, ey. Stufe 51, hä? Ich will aber erstmal das hier machen und das da. Nö. Nö, nicht mit mir hier, ne? Erstmal wieder zurück. Ich mach erstmal die anderen wichtigen Sachen, würde ich sagen. Das mit dem Paradies werde ich erstmal aufgeben, denn das überspringen wir. Denn das ist irgendwas, was noch nicht für mich bestimmt ist. Ich kann die nicht auf Geruhe hauen. Wow. Na dann. Ja. Ilum ist dort. Weil man da schon 50 bis 100. Hä? Och nee, bitte nicht. Oh, werde ich hier wieder jetzt hochgestuft, weil ich das passende Level nicht hab? Das wäre dann richtig scheiße. Da kommt dann schneller. Jetzt muss ich noch mal gucken. Ich bin ja jetzt auf Ilum, also Kristallkugel. Aufgaben sprich mit dem Fernpilot, Stufe 50. Das machen wir erstmal weg. Todessiegel Alderaan machen wir auch erst mal weg. Hier stand was von 50 bis 100.
Boah, bitte nicht. Habe ich hier wieder Quests, die gar nicht für mein Level bestimmt sind. Naja, komm. Da ist ein Captain, Sicherheitstokenhändler, Waffenbauer. Archäologie, Bioanalyse, Crewfähigkeitenhändler. Plündern, was hab ich denn eigentlich hier nochmal? Das nicht. Schatzsuche. Kann ich nicht noch eine zweite annehmen? Rüstungsbau, nein. Kunstfertigkeit. Fertigkeit. Ich kann keine zweite annehmen. Ich bin auch schon Level 50. Why not? Was ist denn das? Genau, Direktive 7. Das konnte ich nicht machen. Guten Tag. Mein Arbeitgeber hat um ein kurzes Gespräch mit Ihnen gebeten. Bitte warten Sie. Lady, ich fasse es kaum, dass ich mit jemandem spreche, der gegen den Imperator selbst gekämpft hat. Hä? Hab ich doch noch gar nicht. Ich bin Direktor Rigel vom Strategischen Informationsdienst. Wir brauchen eure Hilfe. Vier republikanische Kolonien sind in weniger als 4 Tagen komplett ausgelöscht worden. Männer, Frauen, Kinder, Tiere, nichts ist am Leben geblieben. Steckt das Imperium hinter diesen Massakern? Nein, das Imperium war das nicht. Ich habe die Kolonie nach dem Angriff gesehen. Alles sah normal aus, bis auf die kleinen Ascherhaufen alle paar Meter. Tausende. All diese Leute wurden von ihren eigenen Droiden verbrannt. Und das war erst der Anfang. Was meint ihr mit erst der Anfang? Die Droiden wurden umprogrammiert und hassen nun ihre Herren. Das war nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Aber so schlimm war es bisher noch nie. Wir haben die Sabotageaktionen zu einer Gruppe von abtrünnigen Droiden namens Direktive 7 zurückverfolgt. Sie planen, jedes Lebewesen in der ganzen Galaxis zu vernichten. Ich verstehe das nicht. Der sagt genau, ich habe den Imperator getötet. Hab ich doch noch gar nicht gemacht. Wie können wir die Abtrünnigen aufhalten, bevor noch jemandem etwas geschieht? Wir müssen sie treffen, bevor sie ihren Plan in die Tat umsetzen können. Die Marine bereitet gerade schon einen Stoßtrupp vor. Wir müssen jemanden auf die Oberfläche bringen, der die Aufgabe zuverlässig erledigen kann. Wir brauchen euch. Eine so große Bedrohung können wir nicht ignorieren. Ich bin dabei. Der Einsatz wird von der Flotte aus gestartet. Kommt zu den Koordinaten, die der Droide euch gibt. Dann besprechen wir alles weitere. Und bitte beeilt euch. Hier sind die Daten, die Sie angefordert haben. Ich hoffe, Sie haben das Gespräch genossen. Guten Tag. Das ist mir gerade ein bisschen zu hoch hier, ganz ehrlich. Also... vor allem, das ist einfach nur ein Flashpoint. Ich versuche jetzt erstmal die Mission. Ansonsten, keine Ahnung. Hier ist der nächste Flashpoint. Ach nee, das ist der Pilot, mit dem ich reden muss. Oberbefehlshaber Rance erwartet mich beim Jedi-Tempel. Das glaube ich kaum. Darth Ahos Truppen haben den Tempel eingenommen. Oberbefehlshaber Rance und die anderen haben es kaum lebend daraus geschafft. Sie mussten ihren Kommandoposten in einem ungesicherten Feld aufschlagen. Ihr müsst mit Oberbefehlshaber Rance sprechen. Ich kann euch hinbringen. Kommt dann dort und haltet euch fest. Sag ich. Das ist ein holpriger Ritt. Ich mag es holprig und geritten. Der war lame. Sorry. So. Ich
Stufe 50, Stufe 50. Also müsste das ja doch für mich passend sein hier, rein theoretisch gesehen. Und was ist das? Stufe 50, ich kämpfe jetzt einfach mal. So schnell stirbt niemand. Okay. Es geht eigentlich von der Schwierigkeit her. Von der Schwierigkeit her geht's eigentlich. Also. Aber ich würde erst mal Corellias Aufstieg machen, tatsächlich. Weil. Oh, und so. Das ist ja wieder irgendeine Hauptmission gerade. Willst du mich verarschen, C2? Du kannst ja einfach das Essen umändern und... ja. Das macht doch jeder. 47 bis 50, ja. Wir reisen erstmal dahin. Und in der Zwischenzeit, wir aktivieren erst einmal die anderen auch wieder. Aber all daran, was ganz oben steht, ist dann sowieso das nächste Ziel. So, Corellia. All daran werde ich eh wieder auf Stufe 30 oder so runtergestuft. Was Schwachsinn ist. Nicht mal andere Spielerei, da gibt es erstmal schon klar. Wer das macht, ist so dämlich. Deswegen habe ich ja auch doppelte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. So. Corellia. Boing, 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 boing. Kira, du lange Schnecke. Komm. Und bleibst hier. Da lang. Wie siehst du denn aus? Du hast einen lustigen Helm. Kristalle. Ganz viel Kristalle. Okay. Hier muss ich mich erstmal umgucken. Sozialobjekte, Spezialgüter. Hast du andere Lichtschwertkristalle für mich, bitte? Libas Alga Sesgali. Nö, hast du nicht. Was? Da hat jemand was fallen gelassen. Wir haben euch sicher im Handumdrehen wieder auf den Beinen. Na, das wollen wir hoffen. Was hab ich denn hier für Sachen drin? 102er Heft. Oh. 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 Beherrschung 43, Ausdauer noch irgendwas. Hm.
Beherrschung 43, 35, Ausdauer. Ich nehme das hier. Das sieht schön aus. So, das hier. Angriff 26, 14. Da hat schon wieder was jemand was fallen lassen. Ausdauer 35. Ich nehme das da. Ausdauer 35, Beherrschung 43. Ausdauer 35. Ich nehme das da. 23 Angriff und 20 Ausdauer. 20 Ausdauer, 23. Aha. Ausdauer, Angriff. Ja. Aha. 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 Nehmen wir das da. Passt auf euch auf. Gibt's hier einen Tisch zum Bauen? Ist das hier einer? Nee. Willkommen auf unserem Markt, potenzieller Kunde. Raumschiffausrüstung, hä? Vielen Dank für Ihren Besuch. Raumschiffausrüstung? Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxie. Der Raumschiffteile, hä? Überzeugt euch selbst. Hat mich sehr gefreut. Und der hier hat... Wir hoffen, dass unser Inventar Ihren Wünschen gerecht wird. Irgendein Crap. Lol. Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir können nicht einfach untätig rumstehen, während das Imperium... Doch, können wir. Ich hätte jetzt gern mal so eine Aufrüstwerkbank, wenn das machbar wäre. Hallo. Gibt's hier sowas überhaupt? Hallo. Anscheinend nicht. Hey, was ist denn das für eine Rotze? Wir hoffen, dass unser Inventar Ihren Wünschen gerecht wird. Galaktische Partybombe. Ich habe noch 90.000, das geht nicht. Ich kann nichts mehr kaufen. Hier ist auch nie so ein Tisch zum Verbessern. Hä? Ich hab keinen Bock zur Flotte zurück zu Fladderidatschen. Was soll denn das jetzt? Hier die Ritterausbildung. Bei dir war ich ja schon. Echt creepy hier. Wenn die Republik Corellia nicht retten kann, dann gewinnt das Imperium. So einfach ist das. Okay, hier scheint es wirklich keine Aufrüstwerkbank zu geben. Warum kann man dann hier Teile kaufen? Ja. Hey, gut, dass ich euch hier treffe. Hi. Die Republik braucht die Jedi im Moment dringender denn je. Corellia steht unter imperialer Kontrolle. Jeder Trupp, Soldat und Kommandant in der Galaxis kämpft, um den Planeten zu befreien. Wir dachten, das Imperium hätte den Planeten gewaltsam eingenommen. Aber anscheinend hatten sie den Segen des Corellianischen Rats. Wie konnte sich der Corellianische Rat mit dem Imperium einlassen? Credits? Macht? Keine Wahlen mehr? Wer weiß das schon? Das Imperium hat Fabriken, Werften und sogar das Transportsystem vor Ort eingenommen. Die Transportblockade ist zum dringlichsten Problem geworden. Die Republik hat Verbündete überall auf Corellia. Aber ohne Zugang zum Raketenbahnsystem sitzt der Großteil der republikanischen Armee hier fest.
Ihr braucht jemanden, der fähig ist, den Zugang wiederherzustellen. Verstanden. Wir haben schon genug Probleme, diesen Raumhafen zu halten. Er ist die einzige Verbindung zu Corellia, die wir haben. Corellia ist eine Kernwelt, ein wichtiges Industriezentrum und ein Gründungsmitglied der Republik. Wenn wir hier fallen, dann vielleicht für immer. General Aves weiß mehr über die Lage des Bahnsystems. Er will jeden sehen, der seine Hilfe anbietet. Ablenkung, Verstärkung, eine bewaffnete Eskorte. Alles, was die Republik gebrauchen kann. Der Zugang zur Raketenbahn ist eher eine Frage der Sicherheit als der Feuerkraft. General Aves hat einen Kommandobunker hier im Raumhafen. Ich sage ihm, dass ihr kommt. Ja, weiter geht's. Sorry, ich hab grad aufs Handy gelunzt. Instagram ist halt ab und zu mal interessant. Ilum Makep. Todessiegel weg. Und das erste Mal weg. Jetzt habe ich erstmal wirklich nur das von Corellia. Und jetzt möchte ich eine Aufrüstwerkbank finden. Wenn es machbar ist. Aber anscheinend gibt es hier sowas nicht. Dafür wird es wieder irgendwo Datacrons geben. Yay! Da ist irgendwas. Was ist denn das hier? Koreanische Raumfähre. Reise zum Schwarzen Loch auf Corellia. Nee, das machen wir noch nicht. Die Mission. Alter, die Mission haben wir ja schon. Ich will nur so eine Aufrüstwerkbank finden. Wenn jemand weiß, wo eine ist, schreib's in den Chat oder in die Kommentare bei YouTube. Weil ich hier bestimmt noch ein bisschen länger bleiben werde. Sag mal, wenn ich da hochkomme, da gibt's doch dort oben hundertprozentig irgendwas. Man kommt doch hier bestimmt irgendwie an Datacron, oder? Okay, da geht's nicht weiter. Und da geht's auch nicht weiter, lol. Das heißt, man kommt hier umsonst hoch. Das ist echt creepy. Das ist seltsam. Gibt's da hinten eine Werkbank? Hier kommt man nicht rein. Nö, hier nicht. Ach, hier hinten dann auch nicht. Alter, ist das hier groß.
Ich kann mir vorstellen, dass da oben 100% irgendwo ein Datacron versteckt ist. Hundertprozentig. Aktuell sehe ich aber keins. Auf Rüstwerkbank, wo bist du? Ich fahre richtig. Was gibt's hier oben? Einfach gar nichts. Ah, den Gleiter. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Dahin als erstes. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ui! Duftzug! Der sieht aus wie ein Frauenspielzeug für nachts. Der vibriert auch so komisch. Anal-Torpedo-Attacke! Holy shit! Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Das war lustig. So, Aufrüstwerkbank. Gibt's hier eine? Bitte ja. Ich brauche eine. Hier. Warte mal, was? Flüchtling, okay. Gab's da hinten irgendwas? Nee. Was bist du? Ein Stimhändler. Wow, holy shit. Oh, gibt's hier wieder Eier? Die man mopsen kann? Das wäre geil. Immer noch. Ich suche immer noch eine Aufrüstwerkbank. Und das seitdem ich hier bin. Aha. Feinde. Noch mehr Feinde. Keine Aufrüstwerkbank. Ich hab keinen Bock zur Flotte zurückzufliegen. Nur wegen dem Scheiß. Jetzt muss ich mit meinem Lowbob-Schwert kämpfen. Apropos. Das andere. Nee, das habe ich nicht. Das habe ich schon verkauft. Scheiße. Oh, leck mich doch, ey. Hier gibt's keine Aufrüstwerkbank. Dann einmal ab in den Analtorpedo. Jetzt einfach nur ein Flüchtling mit Stern. Wow. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Dahin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Naja, solange wir mal jetzt fahren. Ich mache eine kurze 5-Minuten-Pause und bin gleich wieder da.